So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angekommen im Kapitel 2 von der neuen Team Rocket, Team Go Rocket. Spezialforschung, genau. Wir gucken wieder mal kurz auf die Aufgaben. Drehe 5 Tage hintereinander einen Pokestop. Können natürlich unterschiedliche sein, es muss nicht immer derselbe sein. Erlöse 15 Krypto-Pokémon. Da muss ich noch ein paar sammeln. Ich habe nämlich die schon wieder alle aussortiert. Und ich sehe es nicht ein, dass ich 3000 Staub bezahle oder 5000 Staub, wenn ich für ein Radfratz, Honlio etc. Zubat nur 1000 bezahle. Deshalb fleißig Radfratz, Zubat, Honlio, dieses kleine Gefaxe, Carbador, aber Carbador ist seltener, dieses kleine Gefaxe sammeln und davon 15 erlösen. Wer was anderes erlöst, der ist selber schuld. Und natürlich gewinne 5 Raids. Jetzt könnte man das natürlich richtig genial machen. Man geht zu einem Raid, dreht die Arenascheibe, dann hat man den ersten Stop. Und man macht den Raid, dann hat man den ersten Raid. Am zweiten Tag dreht man die Arenascheibe und macht den Raid. Aber ich will euch zeigen, was es für einen Vorteil hat, wenn man einen Homestop zu Hause hat. Deswegen werde ich einfach hier die Stolpersteine Friedmann drehen. Jeden Tag einmal. Und wenn ich genügend Pokémon gesammelt habe zum Erlösen, werde ich die natürlich entlösen. Schön gemütlich von zu Hause aus. Wir machen hier gleich mal den ersten. Drehe 5 Tage hintereinander. Habt ihr gesehen, hat funktioniert, nehmen wir mit, haben wir aufgezeichnet und mit dem Raid, momentan ist leider nichts da, sonst hätte ich euch trotzdem einen Raid reingeschnitten, aber theoretisch kann ich ja morgen auch 2 machen, das muss ja nicht jeden Tag einer sein, ihr könnt auch 5 Raids an einem Tag machen und ich würde den freien Pass eben nutzen, jetzt immer für das Kobaldium, auch wenn es nicht so krass ist, vielleicht kriegt man da doch mal einen 100er, deswegen... Das war der erste. Ich zähle dann einfach das immer ab. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sind wir, glaube ich, schon fertig mit der Aufgabe. Wir fangen also an. Stop Nummer 1. Stop Nummer 2. Tag Nummer 2. Tag Nummer 3. Stop Nummer 3. 3 von 5, morgen geht's weiter. Stop Nummer 4, Tag Nummer 4. So, Tag Nummer 5, Stop Nummer 5. Und ihr seht, hier ist sogar auch gleich noch der 5. Ray. Das konnte man ja gut miteinander verbinden. Wir drehen einfach nur mal kurz, dass das fertig ist. Hier seht ihr das unten. Drehe 5 Tage hintereinander einen Stop oder eine Arena oder... Hä? Sagt sich die Pferde im Kreis, aber es war jemand anderes. Gut, wir wollen nämlich jetzt noch den letzten, den 5. Raid machen und dann müssen wir noch 15 Krypto-Pokémon erlösen. So, und da seht ihr schon den Elektrostütz hinter mir, richtig genial. 10 Accounts, obwohl ich ganz alleine hier stehe, ne? Alles Boofer, ich sag's euch, der arme Ramses, ne? Das Kobaldium. Das Kobaldium ist auf jeden Fall... Hä, da stehen sogar die ganzen Namen. Habt das euch aufgeschrieben? Gleich alle melden. Das Kobaldium ist auf jeden Fall down. Wir gucken mal, ob es über 21 hat. Nee, hat's nicht. 1684. 95. Hat jemand mehr? Hat jemand über 17? Von denen, die nicht hier stehen, ne? Hat jemand mehr? Wir versuchen das. 17, 19 hier, also richtig krass. Wir versuchen das jetzt mal zu fangen. Dafür stellen wir euch mal kurz hier irgendwo ab. So! Ah! Gepüsch! Wer macht sowas? Hey, das Ding ist hartnäckig, ja? Hör auf, das beim ersten Mal zu fangen. Der Max hat immer hier mit seinem... Ah, 4 gemacht, 0 gefangen. Nee, so. Mittlerweile ist er bei 6-0. Ja? Ja, super. Ja. Zweiter Ball drin. Psst. Ich nicht. Ich kann nichts dazu, dass es so lange dauert. Nein! Ich seh's schon kommen. Ist immer noch nicht? Ein Ball habe ich noch, ja. Nee, nicht drinnen. 84, was willst du damit? Eher verlassen. Naja, eine gute Statistik haben beim Fangen gesehen, Zeugs. Bumble. Mann, greif doch an und hör auf zu hüpfen. Ja, aber abnäckig, ne? So, der letzte Ball und wir sehen, es ist raus! Nein!
Glück heißt die Aufgabe nicht, fange 5 Kobaldium, dann hätte ich nämlich den Brettschiss, aber gestern ist es abgehauen, heute ist es abgehauen und ich mache immer nur das mit dem täglichen Redenpass. Heißt, für heute bin ich fertig und habe meine Ruhe. Wir gucken mal kurz. 5 Stops, 5 Raids sind fertig, 15 Krypto-Pokémon braucht man noch. Jetzt werde ich 10 Stück machen, hinter der Kamera, vor der Kamera, wie auch immer, neben der Kamera. Und die letzten 5 blende ich euch natürlich wieder ein. So, wir sind wieder zurück und auf jeden Fall, wenn wir hier drauf gehen. So, wir sind wieder zurück und auf jeden Fall, wenn wir hier drauf gehen, sehen wir 10 von 15 erlöste Krypto-Pokémon. 5 stehen noch aus. Dazu gehen wir hier mal auf den Beutel, geben Krypto ein. Haben hier als allererstes ein Rapfratz, was wir für 1000 Sternenstaub erlösen. Und ich habe die ganze Zeit, seit das Rocket-Event läuft, kein einziges Rapfratz mehr gesehen aus den Krypto-Stops. Immer wenn der Normalsatz war, kam ein Porygon, also 3 Porygon in Folge. Habt ihr Rapfratz gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Meiner Meinung nach war das während des Events weg. Stand ja auch da, dass das alles durcheinander gebracht wurde. Die Lebensräume und so. Meiner Meinung nach gab es also kein Rapfratz während dieses Rocket-Events jetzt. Dann haben wir hier noch ein paar Golbat. Die können wir noch erlösen, denn Zubat und Golbat, die gab es wie Sand am Meer. Die gab es ja aus dem Gift-Stop, die gab es aus dem Flug-Pokémon-Stop natürlich. Und nicht nur Zubat, sondern Golbat auch direkt so zu fangen, die habe ich nicht entwickelt. Die habe ich alle so einfach mitgenommen. Da können wir hier noch ein paar erlösen, natürlich auch jeweils mit 1000 Sternenstaub. Ich habe viele andere gemacht. Aber ich würde niemals eins für 5000 erlösen oder für 3000 erlösen, einfach nur für die Aufgabe. Habe ich ja schon mal gesagt und zeige ich euch auch jetzt, dass das so ist. Deswegen habe ich extra so lange gesammelt, bis ich genügend Fledermäuse zusammen habe. 14 von 15, eins fehlt noch und das letzte ist das Besondere. Da erlösen wir nämlich noch ein 100%iges, welches das sein wird, zufälligerweise. Mit 1000 Sternenstaub habe ich hier schon rangeschrieben, ein Zubat. Ihr seht, wenn ich das bewerte, 14, 14, 13 hat das am 7.11. gefangen. Das erlösen wir jetzt auch und dann müsste es ein 100%ig erlöstes Zubat auf Stufe 25 sein. Können wir gleich einen Screen dann machen und in diversen Gruppen posten zum Angeben. So, das seht ihr hier. Hier folgt die Bewertung. 100%, wir ziehen es runter, machen noch ein Screen davon. So, jetzt müssen wir noch unsere Belohnungen abholen natürlich. 750, 750, nochmal 750. 1000 Staub, 3 Tränke, 3 Beleber. Und dann war es das endlich mit Kapitel 2. Das hat sich ja jetzt gezogen, da ihr 5 Tage warten musstet. Wir sehen uns auf jeden Fall in Kapitel 3 wieder. Wie hat euch Kapitel 2 gefangen? Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.